Hallo, ich habe heute wieder ein DM heute für euch, weil es ist September und ja, ich habe mir fest vorgenommen, nur noch ein- oder zweimal in DM zu gehen im Monat. Und ja, jetzt ist September, also neuer Monat, dann durfte ich ja wieder gehen. Ja, irgendwie klingt es voll, aber egal, ich liebe DM und der hat neue Sachen gehabt und dann habe ich ein paar Basics gebraucht und irgendwie kam eins zum anderen und es war wieder soweit. Übrigens, wundert euch nicht, mir ist ein bisschen kalt, deswegen schön flauschige Weste. Ich stimme mich auch schon ein bisschen auf den Herbst ein, weil ich liebe Herbst und ja, bin froh, wenn, ja, ich nicht froh, aber wenn die heißen Tage jetzt dann vorbei sind. Also es kommt ja nochmal, es wird ja wieder warm und dann soll es auf jeden Fall bald Herbst werden und da freue ich mich mega drauf, weil Duftkerzen etc. und ich liebe Herbst und Winter. Ich weiß auch nicht, ihr denkt jetzt, oh mein Gott, sie ist bescheuert. Ja, egal, auf jeden Fall, dann fange ich mal an. Und ich filme heute nochmal mit der Spiegelreflex, deswegen blende ich euch die Sachen einfach hier in nah ein und dann rutsche ich mal ein Stück rüber, dass ich hier Platz habe für die Sachen und zeige euch alles nochmal in nah. Als allererstes habe ich mir mit von Syos, so schaut es aus, und es ist so ein 3-in-1 Produkt. Es kostet 5 Euro, also es ist sehr teuer, aber meine Haare haben ein bisschen gelitten unter dem, ja, pink-lila-rot färben, deswegen brauche ich irgendwas, was meine Haare wieder auf Schwung bringt und da habe ich jetzt einfach mal das probiert. Das heißt Tiefenrepair Wunderkur, intensives Regenerationsfluid und man kann es eben vor dem Waschen nehmen und dann ausspülen. Man kann es über Nacht drin lassen und man kann es ins trockene Haar einmassieren und also ein klein wenig ins trockene Haar machen und das dann drin lassen. Ja. Dann habe ich ein neues Labello gebraucht, da habe ich mir diesmal diesen hier mit, er heißt Vitamin Shake und ich habe meinen das allererste Mal aufgebraucht und habe mir jetzt einen neuen gekauft und ja, hier steht verbindend dreihaltige Pflege mit einem Hauch von Farbe, Cranberry und Himbeer. Kostet 2,45 €. Dann war ja bei DM dieses 4-Jahrzehnte-Fest am Mittwoch bzw. Donnerstag oder halt, ja, es gab auf jeden Fall andere Produkte und da habe ich mir diese Seife hier mit von Balea mit Zitrus und grünem Apfel. Die ist halt einfach ganz schön designt und ist eben im besonderen 4-Jahrzehnte-Look und die kostet 65 Cent. Dann habe ich mir ein Deo gekauft. Christine, falls du siehst, du weißt, wer schuld ist, dass ich es mir gekauft habe. Schaut so aus, heißt Pink Flame und ja, es riecht nach Vanille und ein bisschen süß, aber oh, es riecht einfach unheimlich gut. Es ist aber mit Alkohol, deswegen aufpassen, wenn man sich gerade die Achseln rasiert hat, ist es ein bisschen kritisch. Es ist aber ohne Aluminium, 24 Stunden halt, angeblich. Aber ja, es riecht sehr, sehr gut und kostet 85 Cent. Dann habe ich mir nachgekauft mein L'Oreal Hydra Active Dry Micellentechnikungsreinigungsfluid. Ja, hast du mir zum dritten Mal jetzt gekauft. Ist einfach super zum Abschminken. Es brennt nicht mehr in den Augen. Ich habe keinen Film drauf. Und ja, ich habe ja schon ein paar Mal von ihm geschwärmt. Das ist einfach toll. Kostet 4,95 €. Auch nachgekauft habe ich mir jetzt meine Catrice Foundation. Ich habe sie ja schon in meinem Favoritenvideo gezeigt, Olmas Plus in der Nummer 010. Es ist einfach eine tolle Foundation und ja, mehr brauche ich dazu gar nicht mehr sagen. Kostet 6,45 €, glaube ich. 6,45 €. Ich kann den Preis schon auswendig. So, dann habe ich mir einen Kajal mit und ich suche schon ewig nach dem perfekten Kajal, weil auf meinem inneren Lid fast nichts hält und ich mache zurzeit immer Kajal mit meinem Liquid Eyeliner, aber das ist auch nicht das Wahre, weil es so ein Geschmiere ist. Und jetzt habe ich mir diesen hier geholt. Er heißt Astor, also ist von Astor und heißt Eye Artist Kajal. Waterproof und Long Lasting und ja, er gibt mega geil Farbe ab. Und ich habe ihn auf meinem Lid probiert und das ist der erste, der gehalten hat. Und weil er wasserfest war, hoffe ich, dass er ein bisschen länger hält. Und ja, ich hoffe, dass das mein neuer Kajal wird und der kostet 4,85 €. Habe ich mir nochmal einen Nagellack mit aus der G-Look Polish Reihe von P2. So schaut er aus. Ich habe ihn bei einem Instagram-Bild bei einer anderen YouTuberin gesehen. Das ist die 010 Little Princess. Da jetzt mal wieder mein blöder Akku leer war, musste ich kurz unterbrechen und ihn ein kleines bisschen laden. Und ja, ich war bei der Creme und ja, auf jeden Fall wird es jetzt Zeit für eine Herbstcreme, weil es ist ja Herbst. Und da mag ich eben lieber so Kakao, Vanille und sowas.
vielleicht auch Kokos, aber nichts Fruchtiges mehr. Und da hat mir die einfach super reingepasst. Und die kostet übrigens 2,45 Euro. So. Dann habe ich bei einer YouTuberin gesehen, dass die so von diesem Nivea Ölduschgel geschwärmt hat. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich das jetzt auch mal ausprobiere, weil ich immer wieder zu kämpfen habe mit trockener Haut an den Oberarmen. Auch irgendwie nur an den Oberarmen, deswegen keine Ahnung wieso. Und dann habe ich mir das gekauft und dieser, wie nennt man das, Spender-Ausgeber-Dings halt, ist ein bisschen größer. Ich habe schon getestet, weil bei diesen Balea Duschen mit den Ölperlen drin, da dauert es ewig, bis da was rauskommt und ich stehe in der Dusche und drück und drück und drück und dann kommt dann so ein Mini-Dings raus und dann nervt es mich und dann schmeiße ich es meistens weg, weil ich mir denke, das nervt. Und ja, auf jeden Fall, da kommt mehr raus und deswegen habe ich mir das jetzt mal gekauft und es riecht übrigens unglaublich gut. Es riecht irgendwie wie so ein Badezusatz fast. Ich weiß auch nicht. Es riecht auf jeden Fall gut und ja, es kostet da habe ich jetzt keinen Kassenzettel mehr. Ich glaube, um die 2 Euro kostet es. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Habe ich mir mit von Balea diese 7 Tage Energiekur. Ich habe sowas noch nie ausprobiert. Das sind so kleine Ampullen drin. Man sieht es hier. Ich blende es euch wieder mal hier ein. Und die tut man dann eben an so bestimmten Tagen anwenden. Hier steht, verwenden Sie am 1. und 2. Tag und 7. Tag eine frische Ampulle, am 3. und 4. Tag eine Feuchtigkeitsampulle, sowie am 5. und 6. Tag eine Energieampulle. Also schätze ich, da sind verschiedene drin. Und ja, es soll einfach der Haut wieder mehr Glanz geben und strahlen frische Haut. Und da ich im Moment sehr, sehr, sehr mit Pickel und sowas zu kämpfen habe, habe ich gedacht, ich tue meiner Haut mal was Gutes und kaufe mir mal das. Ich glaube, die Peach Galore hat davon mal erzählt in ihrem Video. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die war. Auf jeden Fall habe ich mir deshalb die gekauft. Und die kostet 3,95 Euro. So, was haben wir hier noch? Da habe ich noch einen Lippenstift mit. Mal wieder einen aus der neuen Essence-Serie. So schauen sie aus. Hier in groß. Und es ist die Farbe 05, Dare to be Nude. Und er ist ein wunderschöner Nude-Ton. Ich swatch ihn euch. So schaut er aus und ja, es ist ein sehr schöner Nude-Ton und jetzt habe ich Pink und hatte so einen natürlichen Ton. Jetzt habe ich mir gedacht, noch einen Nude-Ton, obwohl ich sie alle sehr hübsch finde und ich hätte am liebsten alle mit, aber ja, ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Sie sind super cremig und sie lassen sich super tragen auf den Lippen. Und ja, sie sind einfach toll und der Preis ist echt mega gut für einen Lippenstift und die kosten 2,25 Euro. Dann habe ich mir noch Joghurt-Reiswaffeln mit. Die schauen so aus. Irgendwie hatte ich voll Lust diesmal auf diese Joghurt-Reiswaffeln, obwohl ich gar nicht so der Joghurt-Fan bin. Ich habe sonst immer Schokolade-Kokos. Jetzt hatte ich mir diese hier mit und die kosten 1,25 Euro und sind 6 Stück. Dann habe ich mir eine Body-Lotion mit. Schaut so aus in einer wunderschönen Verpackung und sie ist aus der neuen, ich schätze mal, Herbst. Da haben wir es schon wieder, Herbstkollektion von Balea. Da, glaube ich, kommt auch noch Duschgel und sowas dazu. Es gibt schon Creme und Deo. Und ja, das Design ist wunderschön und sie heißt Diamantentraum, weil wenn man sie aufträgt, ich habe halt irgendwie voll die raue Stimme, es tut mir leid. Ja, wenn man sie aufträgt, dann glitzert sie auf der Haut und sie riecht mega, mega lecker. Ich kann euch gar nicht beschreiben, nach was. Steht da irgendwas? Nein, steht nichts drauf. Steht dafür, dass sie die Haut zum Strahlen bringt und mega gut pflegt. Und ja, das Design ist einfach so schön. Und dann habe ich sie mir auch mit. Und sie kostet, ich glaube, sie kostet 1 Euro noch was. Ich finde sie jetzt leider nicht mehr auf meinem Zettel, weil ich dreimal bei DM war, weil, ja, keine Ahnung, lange Geschichte. Und deswegen war ich dreimal und jetzt finde ich sie nicht auf dem Zettel. Aber ich glaube, sie kostet 1,75 Euro oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, sie ist wunderschön. Und dann habe ich mir noch ein Duschgel mit. Es schaut so aus. Ist auch wieder für dieses 4 Jahrzehnte Dings von DM designt und heißt Erdbeermomente. Und habe ich mir die mit, weil sie einfach so schön designt ist. Und sie kostet auch nur 85 Cent. Habe aber nicht gewusst, dass man an der Kasse sowas hier kriegt. So, Speicherkarte voll, war ja klar. Heute kommt alles zusammen. Akku leer, Speicherkarte voll, bla. Ja, ich bärme mich jetzt ein bisschen, dass nicht wieder sowas passiert. Ich glaube, ich habe auch nicht mehr viel. Auch übrigens eine Haarfarbe, die habe ich mir mit und heißt
Country Colors und habe ich mir mit, weil ja, das Rot leider nicht so gut geklappt hat. Ich habe dazu aber ein extra Video abgedreht, also das kommt dann noch online, deswegen habe ich mir die Farbe mit, weil ja, hier jetzt so mega helle Stellen drin sind in meinem Haar, was ich aber jetzt doch wieder ganz gut finde und keine Ahnung, jetzt erstmal nicht weiß, was ich mit meinen Haaren mache. Wahrscheinlich erstmal gar nichts mehr, weil ich habe ihnen genug schon wieder angetan und ich glaube, ich habe mir geschworen, dass ich sie nicht mehr färbe, aber die habe ich mir für alle Notfälle mit und die hat auch nur 3 Euro gekostet, weil sie im Angebot war, beziehungsweise halt so runtergesetzt, weil keine Ahnung, ich weiß nicht wieso. Ist die Farbe 66 Nougat Braun und ja, man kann ja mal so eine Notfarbe zu Hause haben, falls noch irgendwas schief geht. Ja, deswegen die. Und ja, übrigens, ich glaube, ich war da noch nicht fertig, habe ich dann an der Kasse so ein Geschenk hier bekommen, wegen, ja, 40 Jahrzehnte, bla. Und da war dann so ein Duschgel hier drin, und zwar Erdbeertraum. Und ja, es ist das in klein. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir das Große nicht gekauft, aber kann man ja vorher nicht wissen. Und deswegen, ja, habe ich es jetzt halt in Groß und Klein und kommt das in meine Tasche für Schwimmen gehen oder Baden gehen, wie auch immer. Und ja, da tue ich dann das rein, das ist ja auch immer ganz praktisch. Und da war noch so ein kleines Heftchen mit drin, wie man das Ding hier noch nehmen kann dann. Und ja, die Designs ist echt sehr, sehr schön. Also man sieht es hier in der Flasche als auch an dem Geschenkding. Das war schon alles, was ich mir gekauft habe. Ja, mal schauen, ob es diesen Monat noch einen zweiten DM-Haul von mir gibt. Ich glaube aber nicht, weil ja, jetzt habe ich erstmal alles vorrätig und habe so viel Kosmetik durch die ganzen erlebt, dass ich erstmal nichts mehr brauche. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, was übrigens meine Schminksammlung sein wird. Also wer alles mal sehen möchte, schaut sich das nächste Video dann an. Ciao!